Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Strick-Podcast. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich lade dich herzlich ein, dir es noch richtig gemütlich zu machen, dir vielleicht eine Tasse Tee oder auch einen Kaffee zu holen, so wie ich. Und ja, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Genau, dieses Video steht auch in Kooperation mit VG Stoffton. Das ist ein Shop für Taschen, für Deko, auch für Tassen, für buchige Sachen. Ich habe hier zum Beispiel von ihr diese schöne Tasse bekommen. Da steht drauf, Books are Love Language oder Are My Love Language. Die Tasse habe ich von ihr gesponsert gekriegt. Dann habe ich hier noch ein ganz cooles Lesezeichen gekriegt, hier mit so einem Bändel dran. Und eine so coole Tasche oder ein Beutel. Jetzt sind hier die Bändel im Weg. So, eine Harry Potter Love Tasche. Ist das nicht cool? Also L-O-V-E mit Harry Potter Symbolen. Und ja, genau. Ich habe gedacht, ich erwähne es, ihr bekommt durch meinen Code BOOKWORLD 10% Rabatt. Wer mal vorbeischauen möchte, sie hat wirklich auch ganz, ganz schöne selbst genähte Sachen, Taschen und so weiter und so fort, Dekoartikel. Und genau, ich verlinke euch den Shop bei ihr und auch meinen 10% Rabattcode unten in der Infobox. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Genau, ja, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, vielleicht auch noch nicht. Es gibt schon eine erste Folge vom Strick-Podcast und da ja, spreche ich auch so darüber, warum ich jetzt hier nochmal neu anfange mit diesem Kanal. Genau, also wenn es interessiert, schaut da gerne nochmal vorbei. Ich habe im letzten Strick-Podcast, also in der ersten Folge sozusagen, ja schon viele Strickprojekte gezeigt, die ich bisher gestrickt habe. Da waren unter anderem auch die Strickprojekte dabei, die ich jetzt dir heute noch zeige, aber das sind einfach die aktuellen. Deswegen habe ich gedacht, zeige ich sie dir hier auch noch mal kurz. Und genau, so viel stricke ich zurzeit nämlich gar nicht. Also schon, aber aktuell habe ich eigentlich nur zwei Projekte. Und das eine Projekt sind ein paar Socken. Und zwar diese hier. Die stricke ich für meinen Mann. Und zwar ist das hier eine Vierfach-Sockenwolle von Opal. Diese hier genau genommen. Von der Regenwald 19 Aktion. Und die heißt Engagierte Sekretärin Hanna. Sind wohl, die Farben sind an den Elefanten angelehnt. Und ja, also die Farben gefallen mir mega, mega gut. Hier oben bei der Fußlänge sieht man das Muster jetzt schöner wie hier unten, weil ich hier dieses Bubble-Bobble-Muster gestrickt habe. Und genau, bin jetzt wie gesagt gerade an der Fußlänge dran. Ich habe hier ein 2 Rechts-, 2 Links-Bündchen gestrickt. Dann eben dieses Bubble-Muster. Und ich habe auch überlegt, dass ich dieses Muster abfilme als Tutorial bei der zweiten Socke. Ich bin ja hier jetzt erst an der ersten dran. Genau, dann habe ich die verstärkte Käppchenferse gestrickt. Genau. Und dann jetzt hier eben glatt rechts hoch. Und ich finde das Muster echt schön von dieser Wolle. Also ich finde allgemein die bunte Wolle von Opal richtig, richtig schön. Die haben einen richtig schönen Farbverlauf. Und für mich ist es auch eine sehr, sehr hochwertige Wolle. Und ich verstricke die echt gerne. Obwohl, wenn ich jetzt alle Wolle, ich habe glaube ich noch 3 oder 4 Wollknäuel Sockenwolle da zu Hause. Wenn ich die weggestrickt habe, dann möchte ich auf jeden Fall noch mehr einfarbige Wolle holen. Aber da kommen wir später dazu, weil ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Bücher liegen, wo ich mir immer so Post-its rein habe, was ich so als nächstes stricken möchte. Und da wird es auf jeden Fall auch so eine Colorwork-Socke sein und da möchte ich einfarbige Sockenwolle dann holen. Genau, aber wie gesagt, aktuell habe ich ja die bunte Wolle noch hier. Und ja, mir gefällt die Farbe auch sehr, sehr gut. Ich finde diese Grau- und Brauntöne sehr ansprechend, auch für einen Mann. Und genau, das zu dem Projekt. Bei dieser Socke habe ich sämtliche Stricknadeln fürs Sockenstricken ausprobiert. Ich habe ja hier aktuell die Rundstricknadel von Chao Gu drauf mit dem Chirurgenstahl. Dann habe ich die Rundstricknadel von Chao Gu mit den Bambusnadeln schon benutzt bei der Socke. Ich habe dieses Trio-Set von Adi, das sind die Novell
Die habe ich ausprobiert. Und ich habe auch hier diese von Prim, diese Cubics Ergonomics Carbon. Das ist ein Nadelspiel. Auch die habe ich benutzt. Und die fand ich echt richtig, richtig gut. Also ich glaube, mit denen werde ich mal öfters noch Socken stricken. Genau. Also das zu dem Projekt. Bin ich noch an der ersten Socke dran. Dann habe ich ja noch ganz viel Holzgarn super soft übrig von meinem Shalography. Unter anderem auch so eine dunkelgrüne, heißt glaube ich, irgendwas mit Moos oder so. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich stricke jetzt immer so, ich habe hier 30 Maschen angeschlagen, nimm den Faden doppelt, weil wenn du den einfach nimmst, ist der nur zweifädig, somit ist er jetzt wenigstens vierfädig, also so dick wie eine Vierfachsockenwolle sozusagen. Und ich habe jetzt angefangen, ich möchte hier jetzt immer so quadratisch stricken. Ich habe ja noch viele, viele Farben, zum Beispiel von meinen Untersetzer, die Farben habe ich auch noch übrig. Also es wird einfach so eine schöne Decke werden und ich möchte ganz viele Quadrate stricken und die dann so als Patchwork-Decke zum Schluss dann zusammennähen oder zusammenstricken. Genau, das ist auch so noch so ein Nebenbei-Projekt, wo ich immer mal wieder, wenn ich Lust habe, stricke. Und ja, das waren jetzt eigentlich so erstmal meine zwei aktuellen Strickprojekte, die ich ja aktuell stricke. Und genau, bevor wir jetzt zu den Strickbüchern kommen, zeige ich euch noch kurz dieses Buch und zwar The Serpent and the Wings of Night. Das ist erst vor kurzem rausgekommen. Ich habe das hier mit einem echt schönen Farbschnitt vom Carlsen Verlag, das gab es die ganze Zeit nur auf Englisch und jetzt ist es eben auf Deutsch rausgekommen und auch unterm Schutzumschlag sieht es echt schön aus. Und ja, das habe ich als Hörbuch angehört aktuell, also das habe ich jetzt heute beendet und ja, hat mir mega gut gefallen. Es ist so eine Vampirgeschichte, hat aber auch so ein bisschen die Vibes von Tribute von Panem oder auch von The One, wenn euch die Bücher was sagen. Und hier geht es um unsere Protagonistin, wie heißt sie? Oraya, genau. Und sie wurde als Kind von dem Vampirkönig aufgenommen und ja, macht jetzt bei so tödlichen Spielen mit. Also hat schon irgendwie so ein bisschen Tribute von Panem Vibes. Und trifft dann dort auf ihren größten Rivalen Wayne. Und Wayne ist auch so kein Erzfeind, aber schon ein Feind von ihrem Vater, also von dem Vampirkönig, der aktuell herrscht. Und sie ist eben bei dem Vampirkönig aufgewachsen und weiß auch, dass sie halt keinem Vampir trauen kann, weil viele halt von ihm nur das Blut wollen und so weiter und so fort, weil sie halt eben ein Mensch ist. Und tritt dann eben bei diesen Spielen an und trifft dann dort auf Wayne und der ist eben der Love Interest, also zwischen den beiden bahnt sich dann auch so eine Liebesgeschichte an und es war von vorne bis hinten komplett spannend, ich habe es total gern gehört, die Vertonung fand ich auch sehr, sehr gut, gibt es bei BookBeat, kann ich euch sehr empfehlen und ja, das ist so ganz kurz zu dem Buch. Dann hat mich ein neues Buch erreicht, ich habe das auch schon im ersten Strickpodcast, also in der letzten Folge der ersten Episode gezeigt und zwar Strickmuster, die Sammlung vom Top Verlag und ja, das ist extrem dick und schwer und es hat über 500 Strickmuster hier drin, über sämtliche Themen, ich kann euch hier mal ein paar Ausschnitte zeigen, es ist auch wirklich schön, ja, schön aufgemacht und hier habe ich so ein Inhaltsverzeichnis, also es gibt Rechts-Links-Muster, ganz, ganz viele, über 30 Seiten lang, dann Zopfmuster und Zugmaschenmuster, Aranmuster, Trachtenmuster, keltische Muster, Zopflochmuster, dann Lochmuster, Fallmaschenmuster, Hebemaschenmuster, Noppen, Blüten und Blattmuster, Patentmuster, tiefer gestochene Maschen, Muster, Bordüren, Terrasienmuster, außergewöhnliche Techniken, Grundtechniken gibt es dann noch vom Muster zum Modell, Register und Impressum. Und ich finde die Kapitel echt richtig schön aufgemacht und du kannst dir das so vorstellen, du hast halt, ich gucke gerade mal, was ich dir zeigen kann, also du hast halt hier dann so, ich kann es leider nicht anders dahin heben, hier dann das Muster und da daneben, was ich dir jetzt nicht zeigen darf,
ist dann sozusagen das Abbild, wie dieses Muster gestrickt wird, ne? Diese typischen Strickbilder, die man so kennt. Und ja, so ist das ganze Buch aufgemacht. Jedes Kapitel hat einen anderen Farbton, zum Beispiel Zopfmuster und Zugmaschenmuster ist in so einem hellgrün gehalten. Und es gibt eben unzählig viele, ja, viele Strickmuster. Es hat eben, jede hat echt eine schöne, so eine Übersicht. Und ja, es ist einfach ein tolles Nachschlagewerk, wenn man Lust hat auf ein neues Strickmuster. Und ich werde auf jeden Fall noch ganz, ganz viele, ja, Tutorials zu neuen Socken, zu neuen vielleicht auch Decken oder Tüchern oder keine Ahnung, ja, aufnehmen und da von diesem Buch mich inspirieren lassen und auch von dem ein paar Strickmuster euch zeigen. Genau. Das zu dem Buch. Dann habe ich noch die Bücher hier dabei. Das sind alle Strickbücher. Und hier dachte ich, gehe ich mit dir mal die Projekte durch, die ich gerne stricken möchte. Ich warte mal kurz, weil hier gerade wer dieser Bohrer ist. Also, das erste Buch ist einzigartig. Ich warte noch kurz. Also diese Baustelle, ich bin extrem froh, wenn die rum ist. Das gibt's nicht. Okay, jetzt geht's, glaube ich. Also das erste Buch ist einzigartige Motivsocken stricken. Ich rede jetzt einfach weiter, weil von Stone Knits. Und das hört nicht auf. So, jetzt. Nee, egal, ich mache jetzt einfach weiter. Ich setze mich mal ein bisschen näher dran und hoffe einfach, dass ihr mich trotzdem hören könnt. Ich möchte gern diese Lavendelsocken stricken. Die gefallen mir mega, mega gut. Dann habe ich mir noch das gibt's nicht. Buntes Tulpenmuster, das ist das, was man auch hier vorne sieht. Das möchte ich sehr gerne stricken. Dann hier Kaffeepause, fand ich auch richtig, richtig cool. Hier hast du auch nochmal ein Bild. Genau. Und die letzten Socken sind hier diese Pilzsocken. Die fand ich auch richtig schön. Genau, das waren mal so die Projekte, die ich gerne aus diesem Buch stricken möchte. Ach ja, wir trinken mal kurz was. Vielleicht hört dann der Lärm auf. Hört dann nicht mehr auf, also ich mache jetzt einfach mal weiter und ich hoffe, dass es irgendwie geht. Dann habe ich ein Buch, einfach nur das Stricken für Klein und Groß von Linka Neumann. Die eine oder andere kennt sie vielleicht auch. Und hier habe ich mir tatsächlich nur ein Projekt rausgesucht und zwar den Suak Pullover. Ja, hier, den fand ich so cool. Ich habe dann auch ein paar andere Fotos, die ich dir zeigen kann. Hier sieht man auch nochmal gut. Also der hat halt hier unten auch so Pfoten. Und man kann den auch in sämtliche Farben stricken. Hier in so einem Grün fand ich es eigentlich auch mega cool mit diesen gelben Pfoten. Das hat auch was. Also das ist mal so ein Traum, so ein Pullover zu stricken. Und vielleicht, wer weiß, schaffe ich es dieses Jahr. Fände ich auf jeden Fall mega cool. Das Buch an sich ist echt schön aufgemacht. Du hast auch hier hinten dann noch für die kleinen Kindern schöne Pullover, die man stricken kann. Den hier fand ich total süß. Wie ist denn jetzt? Der hier fand ich irgendwie auch cool. Genau, also das zu dem Buch. Da habe ich jetzt nur den einen Pullover mir ausgesucht. Dann habe ich das Harry Potter Strickbuch. Das hatte ich mir, glaube ich, als allererstes gekauft, wo ich mit dem Stricken angefangen habe. Und hier habe ich noch nichts draus gestrickt, leider. Einmal möchte ich gerne mir so ein Harry Potter Weasley Pullover stricken mit meinen Buchstaben.
Genau, hier ist auch nochmal ein Bild. R für Ron halt, aber da würde ich dann ein C natürlich machen für Corona. Dann würde ich gern die Schnattsocken stricken in Hausfarben. Das fände ich ganz cool. Ich habe mir jetzt halt auch wirklich noch Sachen rausgesucht, die ich wirklich auch in der Freizeit anziehen möchte. Also den Schal finde ich natürlich auch mega cool, aber den würde ich halt nie so wahrscheinlich anziehen und deswegen habe ich mir den jetzt auch mal nicht rausgesucht zum Stricken. Dann dieser Pullover finde ich mega schön, mit so einem keltischen Muster. Genau, den habe ich mir, ja, ich glaube, das war es dann auch schon in dem Buch. Also die Projekte habe ich mir mal aus dem Harry Potter Strickbuch rausgesucht. Und dann habe ich hier noch die zwei Bücher, die habe ich, das ist nervig, es tut mir echt leid, aber ich glaube, der bohrt hier noch bis zum Abend. Und deswegen versuche ich jetzt trotzdem irgendwie das Video aufzunehmen. Ich hab die beiden Bücher geschenkt bekommen von einer ganz lieben Abonnentin. Und bei dem hier habe ich mir, glaube ich, nur ein oder zwei rausgesucht. Zwei. Einmal die Socken hier im Zopfmuster. Ich hole die mal ein bisschen näher ran. Fand ich richtig, richtig cool. Ich schau mal ein bisschen. Kann ich dir, glaube ich, nicht zeigen. Schade, weil das Muster gerade daneben ist. Also einmal diese. Und dann fand ich dieses Tuch so cool. Genau. Die zwei habe ich aus dem Accessoires-Strickenbuch von Weltbild ist es. Ich kann euch alle Titel mal unten in die Infobox reinschreiben. Ich weiß aber nicht, ob es die Bücher noch gibt. Steht hier, wann das rausgekommen ist. Kann ich mal kurz schauen. Nö. Hier vorne mal nicht. Ah, hier. Ah, das ist von 2017. Also keine Ahnung, ob's. Ich mach mal kurz Pause, das geht so nicht. So, ich versuche jetzt nochmal mein Glück. Das letzte Buch ist Tücher, Schals und Co. Und hier habe ich mir, glaube ich, auch nur zwei Sachen rausgesucht. Einmal Jacke Polarstern, das ist diese hier. Die fand ich eigentlich ganz cool. Genau hier, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Hier ist er auch nochmal so halb drauf. Und hier auf der Seite dieses Muster und Poncho Penelope, den fand ich auch cool. Also gerade auch bei den schönen Braun, bei dem schönen Braunton hatte mich dieser Poncho gleich. Den fand ich auch mega schön. Hier ist er nochmal von hinten drauf. Genau. Ja, die Bücher habe ich mir, die Projekte habe ich mir jetzt aus den Büchern mal rausgesucht. Und dann habe ich mir noch von Ravelry bzw. von Petit Knit ein paar Sachen rausgesucht. Einmal diese Penny Cloves, das sind solche Handwärmer. Da habe ich das Muster schon gekauft und habe sogar die Anleitung schon schriftlich ausgedruckt. Dies habe ich schon zu Hause. Dann habe ich den Novice Sweater, also den Pulli, Novice Pulli heißt der. Einmal hier in so einem Braunton, das ist aber dasselbe Muster, oder hier so in so einem Beige. Genau, die beiden, also den Pullover möchte ich unbedingt von Petit Knit stricken. Habe ich richtig Bock drauf. Dann habe ich diese, oh Gott, Weekend Socks. Nee, heißen die Weekend Socks? Auf jeden Fall solche Socken, die werden, glaube ich, auch mit Achtfachwolle gestrickt. Das ist auf jeden Fall die Weekend Hat, also die Weekend Mütze von ihr. Genau, die würde ich auch gern stricken. Also die Projekte von Petit Knit habe ich noch auf meiner Wunschliste sozusagen, was ich stricken möchte. Und dann habe ich noch diese Socken. Das sind auch von Stone Knits, nur sind die leider in ihrem Buch nicht drin. Und die habe ich, diese Anleitung habe ich mir mal separat gekauft bei ihr, glaube ich auch für, weiß nicht, 5, 6, 7 Euro über Ravelry.
Und ja, die möchte ich auch gerne noch stricken. Genau. Ja, das war es jetzt eigentlich schon so im Großen und Ganzen zu diesem Strick-Podcast. Ich hoffe, er hat dir gefallen und schreib mir gerne in die Kommentare, was du so aktuell auf den Nadeln hast, was du so strickst, ob du Wünsche, Ideen hast für neue Videos. Und ja, ich hoffe, dir hat dieses Video, diese Folge gefallen und ich wünsche dir jetzt noch einen schönen, entspannten Ausklang bei diesem Strick-Podcast und ja, fühl dich gedrückt und bis zum nächsten Mal. Ciao!